Mann, ich bin doch nervös. Ja? So, ihr seht hier die Einleitung der Beethoven-Symphonie Nummer 1 in C-Dur. C-Dur sieht man auch hier, sind keine Vorzeichen angegeben. Bemerkenswert, der erste Akkord hier sollte eigentlich ein C-Dur-Akkord sein. Wir sehen aber, dass das hier der dominant Septakkord ist auf dem Ton C. Das heißt, wir haben hier eine kleine Septime drin, das B. Und das hier ist also dominant Septakkord, der sich dann auflöst nach zur Tonika, zu dem Akkord F-Dur. Also C7 und F-Dur im ersten Takt. Das heißt also, die Symphonie fängt recht ungewöhnlich an mit einem Akkord aus einer anderen Tonart sozusagen. Weiter geht's dann gleich mit dem nächsten dominant Septakkord hier auf dem Ton G. Wäre der G7 und er löst sich dann allerdings nicht auf nach C, sondern zur Parallele, Tonika Parallele, nach A-Moll. Das heißt, wir sind immer noch nicht wirklich in C-Dur angekommen. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Dominant-Sept-Akkord, hier im dritten Takt. Das ist dann der Dominant-Sept-Akkord auf dem Ton D und er löst sich dann auf in den Akkord G-Dur, das wäre dann die Tonika im Verhältnis und wir sind immer noch nicht in C-Dur angekommen. Jetzt bis Takt 5 hatte ich ja eben gespielt. Es geht dann weiter im Takt 5 mit dem Akkord G, zunächst mal mit dem G im Bass und das G geht dann runter zum F. Also wir haben erstmal den G-Dur-Dreiklang und dann haben wir den G-Dur-Dreiklang mit der Septime im Bass. Der sogenannte Sekundakkord ist also eine Umkehrung. Ich kann mal Takt 5 spielen. Klingt dann so. Ja, der löst sich auf nach Takt 6 zu dem C-Dur-Akkord, allerdings in einer Umkehrung mit dem E im Bass, der Sechstakkord. Dann geht es weiter wieder mit dem G-Dur-Dreiklang hier plus Septime. Und wir haben die Terz im Bass, das H. Und dann geht es runter hier zu dem G7 mit dem Grundton im Bass. Und dann haben wir in Takt 7 nun zum ersten Mal erreicht die Grundstellung des C-Dur-Dreiklangs. Das heißt also, hier sind wir eigentlich zum ersten Mal im Grundakkord angekommen. Von C-Dur, verlassen es gleich wieder nach F-Dur. Nach G-Dur, Septakkord, Entschuldigung, habe ich mich versprochen, C-Dur mit G im Bass, also eine Umkehrung wieder, Vorhaltsakkord. Das hier wäre jetzt sozusagen in C-Dur eine Akkordfolge, eine gebräuchliche Akkordfolge. Und wir gehen dann aber wieder weiter nach A-Moll über E7. Mit dem Gis im Bass, erreichen hier wieder wie am Anfang die parallele Tonart A-Moll zu C-Dur, gleiche Vorzeichen. Dann haben wir wieder F-Dur, die Subdominante. Dann haben wir hier nochmal die Umkehrung. C-Dur mit G im Bass, Vorhaltsakkord. Und dann haben wir hier den G7-Akkord. Und schließlich hier nach dem Doppelstrich, wo dann auch der alla breve Takt kommt, hier sind wir dann in C-Dur angekommen. Nach 8, 9, 10, 11, 12 Takten. Im Takt 12. Ja, und deswegen auch so ein bisschen ungewöhnlich. Ich spiele es noch einmal durch, kann man es mitverfolgen. Erster Takt, dann der zweite, G7 A-Moll. Dritter Takt, D7. Und dann sind wir
vierten Takt bei G und jetzt kommt diese Achtelfigur.